Führung der Literatur haben. Das ist der Steffen Mentsching ist Berliner, ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber er lebt seit einigen Jahren in Thüringen, ist Intendant des Landestheaters in Rudolstadt und kann vielleicht nachher auch ein bisschen darüber sprechen, über das Verhältnis von Provinz und Metropole. Und ich sage das deswegen, weil quasi die Veranstaltung schon angeschoben war, aber dann grätschte noch der Berliner Literaturpreis dazwischen, den Steffen Mentsching vor 14 Tagen ungefähr gekriegt hat. Und ja, der klappert jetzt die Bundesländer ab. Und dann kommen die internationalen Preise. Von Steffen Mentsching haben Sie sicher schon seit vielen Jahren Bücher gelesen. Erinnerung an eine Milchglasscheibe war das Debüt. Es gab ein Band davor schon in der Reihe Poesiealbum. Gedichtbände, Romane, der erste Roman zum Ende der DDR hin. Danach Jakobs Leiter ist einer der Romane. Und jetzt eben ein Roman, der vor vier Jahren erschienen ist. Und in der Brandung des Traums, der Gedichtband. Aber ich gebe das Mikro lieber jetzt an Jens Kirsten, der den Autor nochmal genauer vorstellt, als ich das jetzt gemacht habe. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben eine Reihe vor einigen Jahren aufgelegt, die heißt Literaturland Thüringen unterwegs. Unsere Mitglieder, Vereine, literarische Museen veranstalten ja viel Lesungen und machen das in Thüringen. Und damit wir denen nicht so in die Quere kommen, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das außerhalb von Thüringen. Also wir sind oft in Brüssel, weil es da eine Landesvertretung gibt oder in Berlin. Wir waren in Luxemburg, in München, im Lyrikkabinett, an verschiedenen Orten. Und heute freue ich mich, dass wir zum zweiten Mal hier im Haus des Buches sind und besonders, dass wir zu Gast sind im Literaturhaus Leipzig. Thüringen wird ja gern das Land der Burgen und der Bratwürste genannt. Und Sie kennen vermutlich die Thüringen-Hymne des Kabarettisten Reinhard Grebe, in der es heißt, David Bowie ist auch mal drüber geflogen. Und im Thüringer Wald, da essen sie noch Hunde nach altem Rezept zur bitterkalten Stunde. Also sehr verbreitet ist das Bild eines von Hinterwäldlern bevölkerten Landstrichs, von dem man glauben möchte, die Hauptstadt hieße nicht Erfurt, sondern Klosheim an der Soße mit einer Bratwurst als Landeswappen. Und als Höhepunkt der einheimischen Versschmiedekunst gelte der schöne Satz, ein Sonntag ohne Klöße verliert an seiner Größe. Aber das ist natürlich maßlos übertrieben. Was unser Land wirklich ist, es ist ein Kernland deutscher Poesie. Ein Land mit einer regen und anregenden Kultur, zu der auch eine hochlebendige literarische Szene gehört. Für mich liegt auf der Hand, dass die Preisdichte in der Gegenwart unmittelbar mit dem Roman Schermanns Augen zu tun hat, dessen herausragende Stellung in seinem Werk ich überhaupt nicht in Abrede stellen will. Mir scheint, dass es sich an einem großen Roman besser festhalten lässt, als an einem schmalen Lyrikband. Gedichte verlangen bei der Beurteilung weitaus mehr Mut zum eigenen Urteil als Romane. Und gerade deshalb freut es mich, dass nun seine Gedichte stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung geraten. Wir ereiferten uns nach Mitternacht in der Kantine. Wir ereiferten uns nach Mitternacht in der Kantine über die Lage der Nation, Fahrraddiebstähle, den Verfall der Sitten unter Beamten, Autofahrern und Vorschulkindern, die irrsinnigen Ablösesummen der Clubs und den Siegeszug der Miniermotte, die Totalverblödung, Klammer auf TV, Klammer zu, wachsender Teile der Bevölkerung, die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn, auf die man sich verlassen kann, das erstklassig organisierte Verbrechen, das Harakiri der Sozialdemokratie, die sinnlosen Apostrophe an den Scheiben kleinstädtischer Imbissbuden, den Flirt der Wandervögel mit dem Faschismus, die Dürre in Sachsen-Anhalt und die Flut einfallsarmer Krimis im Vorabendprogramm,
die utopische Unterernährtheit der Meinungsmacher, die schon Bloch erwähnte, kurz das ganze Elend und Lamento vom Untergang von Kultur und Abendland. Ja, ja, sagte L., Oberstaatsanwalt aus G., das alles ist so wahr wie zum Kotzen, trotzdem werden auch wir, wenn wir uns in 10 Jahren treffen und an diese Zeit erinnern, sagen, damals, wisst ihr noch, war die Welt noch in Ordnung. Meine Eltern wurden immer kleiner, sie aßen immer weniger und gingen seltener hinaus. Die Welt regte sie weniger auf, sie blieben freundlich miteinander, zärtlich und stritten sich noch seltener als früher. Mein Vater suchte verzweifelt nach Worten, meine Mutter fing Spinnen, Käfer und Fliegen in Kühlschrankdosen und befreite sie auf dem Balkon. Die Erde, dachte ich, wäre ein besserer Ort, vermehrten sich Leute wie sie. Ja, jetzt vielleicht nochmal einen längeren Text, dann mache ich erstmal eine Pause, ja? Längerer Text, den Sie hoffentlich verstehen. Ich bin da sehr optimistisch, weil der ist relativ einfach. Nicht, dass Sie nur einfache Texte verstehen würden, das meine ich jetzt nicht, aber Sie verstehen schon. Und passt auch zum Haus des Buches. Eine Episode der ostdeutschen Literaturgeschichte. An einem Vormittag im Frühjahr 1982 bemerkte der Dichter Heiner Müller einen deutlichen Verlust der Perspektive, als er in seinem Arbeitszimmer im 14. Stock des Hochhauses am Tierpark in Ost-Berlin sitzend die Türme der Karl-Marx-Allee am Horizont nicht mehr erkannte. Entweder, dachte er, sind es die Augen, der Smog oder die Fenster. Er prüfte seine Brillen, er besaß Dutzende, die er immer verlegte, konnte aber keine erhöhte Sehschwäche feststellen. Die Luftverschmutzung schien ihm nicht schlimmer als gewöhnlich, auch hatte weder die Stimme der DDR noch der RIAS Warnmeldungen versendet. Folglich mussten die Scheiben, die ungeputzt waren, seit seinem Einzug vor 3 Jahren die Ursache des Übels sein. Also beschloss er selbst Hand anzulegen und holte zu diesem Zweck einen Eimer, warm Wasser und eine alte Unterhose als Lappen. In dem Moment, als er im offenen Fenster die kleine Trittleiter bestieg, die ihm diente, ungeliebte Bücher in die obersten Fächer der Regale zu verbannen, lief 40 Meter unter ihm der Nachwuchsautor Peter Brasch von der U-Bahn kommend, ein Manuskript unterm Arm und eine Flasche Whisky in der Tüte über den Platz, sah blinzelnd zum Himmel und entdeckte den Meister sprungbereit auf dem Sims. Jesenin, Majakowski, Pavese und Kleist fielen ihm ein. Er fuchtelte wild mit den Armen und warf seine schwarze Lederjacke als Warnsignal in die Luft, um auf sich und seine Ankunft aufmerksam zu machen, schrie »Nein und weiter tu's nicht, Heiner! Die Welt braucht dich!« Zugegeben ein pathetisches Wort für einen Märzvormittag in Berlin-Lichtenberg im Jahr 1982. Braschs gut gemeinter Ruf war so laut wie verzweifelt. Bären in den Freigehegen am Tierparkeingang, gerade erwacht aus dem Winterschlaf, verkrochen sich knurrend in ihre künstlichen Höhlen. Kassiererinnen der nahegelegenen Konsumkaufhalle stürzten in Kittelschürzen aus Dederon vor die Tür und unterstützten den Dichter in seinem Appell. Auch Rentner und Kinder traten hinzu und schrien, was sie zu schreien gewohnt waren, Druschbar, Freundschaft, so dass der Dramatiker in lichter Höhe mit dem Schlüpfer schmierige Scheiben reibend schließlich und endlich den Auflauf am Boden bemerkte und entschied, die Säuberung auszusetzen. Wer so lange wie er auf Durchblick verzichtet hatte, könnte getrost noch einige Tage länger ohne Aufklärung leben. Er ging den Kollegen in die Wohnung zu bitten zum Fahrstuhlschacht und ertrug nicht ohne ein Gefühl hitziger Fremdscham, dass der, den er als diabolischen Witzbold schätzte, an seiner Schulter zu weinen begann und ihm sagte, dass er ihn, wenn auch ohne libidinöse Erwartungen,
Erwartung Liebe. Ein Geständnis, das den Meister entgegen seiner Gewohnheit veranlasste, Braschs immerhin 6 Jahre gelagerte Flasche noch vor 12 Uhr zu erbrechen. Aber ich habe eine kurze Frage von Anfang. Was bedeutet es für dich, Gedichte zu schreiben? Tja, was bedeutet es? Ich habe als Lyriker begonnen. Ich habe am Anfang eigentlich nur Gedichte geschrieben und bin dann zur Prosa gekommen. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Vielschreiber. Diese Texte hier sind ja auch entstanden über einen relativ langen Zeitraum. Also ich bin kein lyrischer Vielschreiber, sondern das sind irgendwie Gelegenheitsgedichte. Und als wir dann uns entschieden, der Verlag und ich, dass wir so an so einem Band arbeiten, habe ich dann so einige Ideen, die ich noch auf Lager hatte, sozusagen mich rangesetzt und versucht, die zu fertigzustellen. Ich habe viele Jahre Steffen Mensching nur als Lyriker wahrgenommen. Also seit dem Debüt, da war ich noch ein bisschen jünger als du. Bist du Jahrgang 52? Naja, also da wusste ich nicht, dass du an Roman sitzen könntest. Das war für mich dann eine relative Überraschung. Ich sehe natürlich in den Gedichten jetzt, die wollen etwas erzählen. Sie erzählen etwas, was scharf gesehen ist, was in Zusammenhänge gestellt wird und was eine Form des Eingreifens auch sein wollen. Diese Gedichte wollen Wirklichkeit irgendwie zu fassen kriegen. Insofern ist das vielleicht etwa ein anderes Lyrikverständnis als dieses sehr traditionelle sich aussprechen des lyrischen Ichs. Ja? So ein subjektiver Zugriff muss ja nicht stärker sein, wenn jemand als Subjekt etwas anschaut. Aber das Subjekt, das sich vor allem selbst anschaut, das ist, glaube ich, nicht das Charakteristikum deiner Gedichte. Es ist ja auch das, was man über seine eigenen Texte zu reden oder nachzudenken, ist ja, nicht sozusagen alltägliche Praxis. Das macht man ja nicht. Also ich mache das nicht. Aber wenn ich beobachte, was für lyrische Texte von anderen Kolleginnen und Kollegen mir wichtig sind, dann merke ich, glaube ich, merkt man viel eher seine eigene Poetik, seine eigenen poetischen Vorlieben. Und klar, wenn ich Gedichte lese, ich erwarte irgendetwas, das sich bei mir festhakt. Es kann eine Zeile sein, es kann ein Bild sein, aber irgendwie ein besonderer Blick auf die Welt oder auf sich selbst, der soll es schon sein. Von, sag mal so, ausufernden Psychogrammen, sage ich mal, da komme ich schwer ran. Aber sozusagen ein Bild, was sich mir irgendwie einprägt, das sind die Texte, die für mich bleiben. Also eins eines der größten Gedichte, die ich kenne, ist zum Beispiel ein Vers von Ungaretti. Das sind, glaube ich, 12 Worte. Soldaten heißt der Text. Das ist für mich ein großes lyrisches Gedicht. Das kenne ich sehr auswendig. Das heißt, so wie im Herbst vom Baum Blatt um Blatt. Ja, da heißt der Text, Soldaten, passend zur heutigen Weltlage, so wie im Herbst vom Baum Blatt um Blatt. Text aus dem Ersten Weltkrieg, das ist gesehen, das ist gefasst, das ist bündigst, und zwar in allen Sprachen, auch in allen Übersetzungen, die es gibt. Ich habe mich mal, es ist ein Weltgedicht, es gibt es also in allen Sprachen. Ja, klar, und in allen Sprachen hat es diese Dichte, wie im Italienischen. Und so etwas gelingt einem natürlich selten, so eine präzise, genaue Sicht. Aber das Visuelle spielt, glaube ich, in meinen Texten eine größere Rolle als vielleicht bei Leuten, die sich mehr ausdrücken, mehr ihre subjektive Befindlichkeit. Was, finde ich, ganz wichtig und wertvoll ist. Es gibt große Lyrik, die nichts anderes macht als das. Ja? Aber meine ist vielleicht eher die vom Auge kommende. Aber neben dem Visuellen auch das Gestische, ne? Du hast so lange auf der Bühne gestanden, dass ich mich immer gefragt habe, du weißt auch, so ein Gedicht muss funktionieren. Du hast jetzt zweimal gesagt, das verstehen sie vielleicht nicht oder das ist eins, das sie verstehen werden.
wenn man auf einer Bühne steht mit einer größeren Gruppe oder nur mit Hans-Eckhard Wenzel, dann merkt man relativ schnell, das hängt. Ne? Und vielleicht kannst du zu der Relation Bühnensprache, Gedicht zum Gestischen noch was sagen. Das hat garantiert einen Einfluss genommen auf die Schreiberei. Ich habe, glaube ich, viel empfindsamer, sage ich mal, angefangen in meinen pubertären Texten. Als ich dann Wenzel kennengelernt habe, wir haben, ich glaube, sogar in Leipzig zum ersten Mal, hatte Wenzel eine Veranstaltung bei der Grafik und Buchkunst in der Villa, im Musikerviertel war die irgendwo. Mhm. Da war die von der Grafik und Buchkunst, oder Schauspielschule war es, glaube ich, nicht Grafik und Buchkunst. Vielleicht daneben muss. Ja, genau. Und Wenzel hatte da, weil seine Schwester da studierte, hatte da ein Konzert, sollte ein paar Lieder singen. Das war so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Wir waren damals schon befreundet. Und Wenzel sagte, komm doch einfach mit, liest ein paar Gedichte vor und so. Ich singe ein paar Lieder. Ich freue mich immer, wenn jemand dazwischen was macht und so. Und da ist eine Form entstanden, die wir dann viele Jahre betrieben haben, dass er seine Lieder gesungen hat. Ich habe meine Gedichte gelesen, dann haben wir mal ein paar Songs zusammengesungen. Lieder und Texte ist diese Form. Und irgendwann, es war in Rostock, hat er zu mir gesagt, du musst die Texte anders vortragen. Das ist irgendwie, du liest die so, du musst die ein bisschen mehr gestalten. Der kam einfach vom Performen, der wusste sozusagen, er stellt sie hin und kann die so in sich hineinsingen. Du musst da hinstellen dich und das ordentlich oft sagen, richtig mit ein bisschen mit Schwung und so. Da waren wir im Hotel, wir hatten ein gutes Hotel, was selten war, in Rostock. Wow. Und da, ja, am Wasser war es, am Hafen irgendwie. Und haben wir geübt, ja, hat Wenzel mit mir geübt. Habe ich noch nie erzählt, die Geschichte, aber es war. Haben wir geübt und dann habe ich die anders vorgetragen. Ja klar, und man versteht sie anders. Man kann auch schlechte Texte, wenn man sie gut vorträgt, kann man viel mehr überzeugen als, ja. Das hilft. Nein, man spricht einfach anders, wenn man auf einer Bühne steht, ganz klar. Ja, man hat ein bestimmtes rhetorisches Element. Für mich ist so ganz wichtig, wenn ich einen Text geschrieben habe, dass ich ihn lese, dass er klingt, dass er also auch dass er ein Metrum hat, dass er einen Sound hat, selbst bei freien Versen. An bestimmten Punkten bin ich dann auch sehr, wie soll ich sagen, genau und preußisch. Das Schriftbild ist für mich auch was ganz wichtig ist. Ob mir der Text als in seiner visuellen Form gefällt, ob mir das Verhältnis der Zeilenlängen gefällt. Wenn mir das nicht passt, ist der Text für mich nicht in Ordnung. Also da fummel ich ziemlich lange dran rum. Also so eine Mischung aus relativer Laxheit und doch dem Versuch, das Ganze möglichst dicht hinzukriegen mit möglichst wenig Worten. Also das merkt man ja deinen Texten auch an, dass die also auch rhythmisiert sind, das hat ja nichts mit Versmaß zu tun, sondern ne, also auch, und du weißt, wo du die Zeilenbrüche setzt, wie du sagst, ne, das ist ganz klar, dass das diese Texte auch dicht macht, also beim Lesen, ne, und diese Bilder, die sind da, also, und die nehmen mich mit, also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Aber zum Beispiel, weil ich gerade in Anekdoten schwelge, wir waren mal in Bulgarien, Wenzel und ich, ja, mit noch zu DDR-Zeiten, durften wir da mal hinfahren. Und Wenzel sang immer seine elegischen Lieder, ja, kam ungeheuer gut an bei den Bulgaren und bei den Bulgarinnen, war auch nicht unwichtig. Ja. Und ich las meine prosaischen Verse sozusagen und danach wurde gesagt, ja, also der Sänger wog dich großartig, aber diese Gedichte, das sind doch keine Gedichte. Da herrschte noch ein ganz archaisches, poetisches Selbstverständnis. Also Poesie musste sich zum Beispiel reimen. Das war, es musste schön sein. Aber diese sehr preußischen Verse kamen da nicht gut an. Insofern ist für manchen ist das auch nichts. Also der eher ein traditionelles Lyrikverständnis hat, funktioniert das, glaube ich, nicht so richtig. In deinem Gedicht Nachtschattengewächse gibt es eine schöne Zeile oder ja, diese eine schöne Sequenz. Da schreibst du, dass die besten Gedichte nachts zwischen zwei Träumen wie unverhoffter Besuch erscheinen, die sich dann beim Erwachen nicht festhalten lassen.
Was sind für dich so Momente, wo Gedichte entstehen, also wo du Witterung aufnimmst? Also es gibt ja, was weiß ich, bei den New York-Gedichten, ne, ist klar, du siehst da jemanden, das kann man sich gut vorstellen, aber das ist ja vielleicht nicht immer so. Naja, das Sehen ist ganz wichtig. Das kann überall passieren. Das, im Regionalexpress zwischen Neudietendorf und Dingsbums da. Da sieht man das. Es fällt einem was auf. Und das heißt nicht, dass man den Text gleich fertig hat, aber man hat so eine Ahnung von einer Situation, in der irgendwas steckt. Und dann macht man sich eine Notiz und irgendwann formt man das aus. Manches ist auch relativ schnell da. Ich habe auch irgendwann habe ich auch angefangen, bestimmte, es ist nicht, sag mal, es ist nicht sehr romantisch, was ich erzähle, aber es ist wahr, ich schreibe die dann einfach in mein Handy, weil ich, da kann ich sozusagen, da sehe ich sie schon gedruckt, ja, da kann ich schon die Zeilenbrechung sehen. Also bestimmte kurze Verse, die schreibe ich dann einfach unter, es gibt diese wunderbare Funktion Notizen, da sammle ich die dann alle. Ja? Also da bin ich sozusagen weg vom Stift und schon im digitalen Bereich. Ja, wenn du sie wiederfindest. Ja, das ist wunderbar. Man kann die dann auch kopieren und muss sie nicht nochmal abschreiben. Das ist sehr praktisch. Nein, man kann sie sich dann schicken, ja, und hat sie im Rechner. Also sie hat Vorteile. Nein, Gelegenheiten, du, das ist, kann man so nicht klar. Das kann jederzeit passieren. Aber es sind meistens, bei mir ist es meistens so, ich hab entweder eine Situation, die mich interessiert, oder ich habe irgendwie eine Zeile. Entweder eine Anfangszeile oder eine Schlusszeile. Das ist es sehr oft. Ja? Und der Rest muss dann irgendwie gefüllt werden. Haben Sie eine Frage? Mich würde interessieren, schreiben Sie die Gedichte immer mit dem Blick auf den späteren Leser? Oder passiert es auch, dass Sie das wie ein Tagebuch-Notiz für sich selber aufschreiben, gar nicht mit dem Blick, das zu veröffentlichen? Und wann kann man sagen, dass ein Gedichtband fertig ist? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil bei einer geschlossenen Erzählung in einem Roman, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, manchmal das Ende zu haben, aber ein Gedichtband kann man doch immer wieder noch erweitern oder austauschen oder so. Also wo ist der Punkt, wo man sagt, so, jetzt stimmt es? Also der Leser spielt eigentlich keine Rolle. Ich schreibe das jetzt nicht unbedingt für einen Leser. Ich schreibe das, weil mich das als lyrischer Ausdruck interessiert. Und wie gesagt, ich hatte gar nicht vor, unbedingt jetzt einen neuen Lyrikband zu machen, weil, ja, wie soll ich das erklären? Lyrik spielt ja, führt ja so ein Schattendasein, wird eigentlich überhaupt kaum wahrgenommen. Und ich komme schon, glaube ich, aus einer literarischen Schule, die irgendwie wirken möchte, die hineinwirken will in Gesellschaft, würde ich so mich selbst beschreiben. Und das mit der Wirkungslosigkeit, sage ich mal, mit Anführungszeichen, der Lyrik, hat ja zwei Seiten. Einerseits so ein fatales Moment, dass man sagt, ich weiß nicht, wie viel wir davon verkauft haben, Thorsten, keine Ahnung. Es sind, glaube ich, keine 1.000 Stück. Doch. Ja? Sind, ja. Ah, und dann sind es 1.000 Stück. Das ist dann schon sehr viel, glaub nicht. Also 1.000 Stück Lyrik verkauft zu haben, ist man Bestseller-Autor im Bereich Lyrik. Ja, ist absurd. Ja? Das ist die fatale Seite. Die andere Seite ist die, dass die Lyrik durch ihre Sperrigkeit irgendwie auch so ein antikapitalistisches Schattendasein führt. Sie passt sich überhaupt nicht in den Markt ein. Sie ist absolut nicht marktkonform. Das macht sie so sympathisch. Ja? Also ich bin da so zerrissen. Einerseits sage ich, ja, es passiert 1.000 Leute, die kann man ja, wenn man irgendwie einen Preis kriegt, kann man die einladen. Ja, alle. Aber andererseits eben dieses sich verweigern einem Vermarktungsmechanismus. Und wie gesagt, wenn der Verlag nicht gesagt hätte, lasst uns das doch machen, ich wäre da wahrscheinlich nicht unbedingt aktiv geworden, habe die mehr oder weniger für mich geschrieben. Und das Fertigmachen, das, wenn dann eine so eine
Aufgabe kommt, ein solches Buch zu machen, da fängt man dann, da fange ich dann doch an zu überlegen, ja, wie kann man das komponieren? Das ist ja nicht nur, man könnte es chronologisch machen oder sonst wie, aber das interessiert mich nicht. Da bin ich dann doch zu dramaturgisch geschult. Ich will das dann doch irgendwie bündeln. Wir haben uns dann zum Beispiel entschieden, weil viele kurze Texte dabei sind, habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht, dass die alle immer auf einer Seite stehen, sondern ich will, dass die, das ist Verschwendung von Ressourcen, ja, ich will, dass die auch auf zwei Seiten stehen, das ist besser, finde ich. Ja, und was spiegelt sich dann, was passt zusammen? Und da haben wir so eine Art wie Zyklen versucht zu bauen und dann merkt man irgendwann auch, hier fehlt irgendwie was. Und wenn es nur die Sache ist, dass ich gesagt habe, hier so ein einsamer kleiner Vers auf der linken Seite und dann so was Langes rechts daneben, sieht nicht gut aus, gefällt mir nicht, dann baut man das um, weil es irgendwie nicht zusammenpasst. Es gibt dann doch sowas wie ein, nur nicht in allen Details, aber es gibt so einen Geheimplan, eine gewisse Dramaturgie, die sollte schon da sein, finde ich. Und dass man das im Nachgang dann irgendwann sagt, okay, den Text hätte man vielleicht ja nicht reinnehmen brauchen oder man hätte es anders gruppieren können, in Nuancen ist das so, aber ansonsten ist es auch, wenn man dann sagt, man schließt das ab, dann hat sich's damit, finde ich. Ja, man muss einen bestimmten Punkt, muss man auch, ist beim Roman ja nicht anders. Wenn man so einen Roman anguckt, denkt man irgendwann auch, na, hier hätte man vielleicht doch noch ein bisschen ausdünnen können oder ja. Ja. Aber das ist ja liegt in der Natur der Sache und ist am Ende auch praktischer, als man sich das vielleicht so ganz idealisch vorstellt. Nach einem Roman, an dem ein Autor 12 Jahre gearbeitet hat, wie bei Schermanns Augen, 800 Seiten, ist es ja auch ein bisschen Luft holen, dass man Gedichte schreibt, weil man vielleicht sich nicht gleich wieder an einen 800 Seiten Roman rantraut, noch zu, wenn man mehr als Fulltime-Job als Intendant hat, ja, an einem Theater. Und natürlich gibt es dann schon ein paar Gedichte, dann kommen noch ein paar dazu, dann drängelt der Verlag. Und dass das Gedichtbuch dann wirklich fertig ist, das hat auch diesen banalen Grund, man kündigt ja die Bücher in der Regel ein halbes Jahr vorher an und dann gibt es einen Erscheinungstermin und dann sagt der Autor, ja, 3 muss ich noch machen und 2 sind erst fertig geworden und dann sagt man ja, das eine kommt dann ins nächste Buch, ja, lass mal weg jetzt, so ungefähr, also ich ironisiere das ein bisschen, ne? Klar, man komponiert das, also die Änderungen von Fahne zu Fahne waren schon heftig. Da hatte der Setzer schon schwer zu tun. Ne? Bei einem Roman ist es auch so. Dass, es gibt Autoren, Ernst Jünger war jemand, der in den schon gedruckten Büchern bei jeder neuen Auflage schwere, große Änderungen auch vorgenommen hat. Ne? Kann auch spannend sein, aber wenn Sie einen Roman im Regal stehen haben, kaufen Sie wahrscheinlich nicht jede Auflage mit, um zu gucken, ob da aus einem langen Satz vielleicht irgendwo mal ein Punkt gesetzt wurde und dann 2 Sätze wurden oder irgendwas anderes. Das, ja, vielleicht so als kleine Antwort. Du bist jetzt aber niemand, der, wenn es darum, wir haben mal drüber gesprochen, als es darum ging, eine Veranstaltung, die nicht stattfinden konnte, aufzuzeichnen. Und da hast du gesagt, nee, also live können wir das machen, weil das ist ja an dem Tag dann vorbei. Aber wenn wir es aufzeichnen, dann müssen wir viel mehr proben, damit es dann steht. Also da ist dann der Bühnenprofi da, ne, der du ja bist. Ist das dann beim Gedichtband auch so, wenn der in den Druck geht, dass du da nochmal einen ganz kritischen Blick drüber schickst und sagst, oh, jetzt geht's in die Welt und jetzt muss ich nochmal? Nicht so, nee. Also klar, man hat die normalen Korrekturen, die macht man, aber dass ich da nochmal so kritisch, ist bei Prosa anders. Also bei Prosa, ja, bei Prosa, wenn es gesetzt ist, ist da, finde ich, der kritische Blick viel stärker, weil, sagen wir mal, ein 8-Zeiler, den hat man irgendwie so im Griff, dass man genau weiß, er ist an einem bestimmten Punkt fertig, so kann er erscheinen. Bei einem Romanmanuskript ist einfach die Menge viel größer und da gibt es viel mehr, da merkt man ja, ich meine, Thorsten hat es schon erwähnt, bei dem Roman, den habe ich über viele Jahre geschrieben und bei der Endredaktion merkt man plötzlich, mein Gott, ich habe ja
ich wusste mitunter nicht mehr, welche Namen, die Väter von irgendwelchen Personen, die hatten am Anfang einen anderen Namen als am Ende, fiel einem plötzlich auf, ja, dass das nicht zusammenstimmte, weil man hatte eine andere Erinnerung an seine eigenen Figuren. Oder zwei Väter, genau. Es war prophetisch sozusagen für die neuen Familienbeziehungen. Andere sachliche Fehler, die einfach nicht stimmen, merkt man. Ja, oder man hat bestimmte Dinge zweimal erzählt, muss sie aber nur einmal erzählen. Da ist die Kritik viel notwendiger, glaube ich, dass der Lektor noch mal kritisch drauf blickt. Zum Beispiel uns ist bei der ersten Auflage von Schermanns Augen ist uns passiert, dass wir in Moskau an die Wolga gelegt haben. Ja? Mein Fehler, ich habe sie geschrieben, ich war Geografie immer ein Einser-Schüler, ja? Also daran hat es nicht gelegen. Es hat sich mir einfach so, durch das Auto oder sonst was, ist mir das nicht die Moskau, war mir zu einfach wahrscheinlich, dass Moskau an der Moskwa liegt. Und das ist durchgegangen durch alle Lektorate und da lasen viele Kollegen mit und wir haben es dann erst in der zweiten Auflage korrigieren können. Ja. Wir haben ja eine, da habe ich dann in allen signierten Exemplaren immer durchgestrichen und habe Moskwa reingeschrieben. Es hat ja sogar jemand eine geografische Karte gezeichnet, um das Lager, um das es geht, in diesem großartigen Roman zu verorten. Als würde es das wirklich in der Wirklichkeit gegeben haben. Also es sind lauter wunderbare Dinge und du hast ja auch immer schon eine Ader für surrealistische Sachen gehabt. Ja, und ich denke, wir hatten mal eingeladen Olivier Roland, einen großartigen französischen Schriftsteller, der einen Roman geschrieben hat, der heißt Der Meteorologe. Und da geht es um einen, der Stalin das Wetter vorhergesagt hat und weil dann eine Missernte kam, musste er ins Lager und wurde dort erschossen. Und der Roland sagte bei der Lesung, es gibt ja die, die das erlebt haben, im Prinzip nicht mehr. Und wenn wir die Geschichten von denen, die da umgekommen sind, erzählen wollen, dann müssen wir das machen. Also wenn die erzählt werden sollen, dann müssen wir das machen, wir noch Lebenden. Und du hast das ja auch gemacht. Und das ist ganz klar, dass du das nicht so erzählen kannst wie jemand, der das erlebt hat, sondern du musst es fiktionalisieren und du hast es ja auf ganz großartige Weise geschafft, ohne dass das abdriftet und Kitsch oder Verfälschung der Geschichte wird, sondern man kann das ja wirklich nachempfinden. Und ich habe viele Bücher über den Gulag gelesen und es geht nicht um Vergleichen. Ne? Also das ist wirklich eine große Leistung, dass du das so geschafft hast und dass bei 800 Seiten durchaus mal ein falscher Name oder Vorname kommt. Also wer würde dir das vorwerfen wollen? Ich mir selbst. Ja. Soll ich noch was lesen? Vielleicht. Das wäre schön, wenn du noch ein bisschen was liest. Ja, habe ich noch was Optimistisches vielleicht? Mal gucken. Optimistische Texte sind doch immer am Ende, oder? Haben wir was falsch gemacht? Ja, ich glaube, habe ich noch was Optimistisches? Ja, eins, ich habe was Optimistisches. Ich habe sogar zwei Optimistische. Ich mache noch zwei Optimistische jetzt, ja. Den einen Text habe ich Christa Wolf mit sportlichem Gruß zugeworfen. Der heißt Kleiner Nachtrag zu einem alten Urheberrechtsstreit. Hat Leonardo das Fahrrad erfunden oder James Watt? Es könnte auch Robert Koch gewesen sein oder ein anderer aus der Familie der Universalgenies. Faraday war es mit Sicherheit nicht. Einstein hätte es, wäre ihm nicht zum Beispiel Da Vinci zuvorgekommen, sicher getan. Das Zweirad, ein ideales Vehikel für Provinznester wie Princeton, Zürich oder Berlin. Orte, in denen zerstreute Professoren autofahrend leicht zu einer Gefährdung des innerstädtischen Nahverkehrs werden können.
Einstein benutzte es ferner für eine Demonstration der Relativität der Zeit. Im Schnellzug von Köln nach Paris radelte er einige Meter mit und entgegen der Fahrtrichtung, um zu beweisen, das Beispiel der Fliege sei weder zu klein noch, wie Kollege Heisenberg meinte, zu unscharf. Quod erat demonstrandum. Vom Sattel steigend wagte der Nobelpreisträger die These, das Leben ist wie Fahrradfahren, man muss sich bewegen, um vorwärts zu kommen. Oder sagte er, lenken oder das Gleichgewicht finden oder laut klingeln oder etwa aufrechte Haltung bewahren? Von Treten nach unten war jedenfalls niemals die Rede. Und vielleicht zum Schluss, eines meiner wenigen Hobbys ist Schwarzangeln. Das mache ich jährlich in Mecklenburg. Aber einmal bin ich auch mit Freunden in eine ferne Region gereist, und um zu angeln. Und der Fang dieser Angeltour ist dieser Text. Angeln vor Öland. Mit Rutenrollen, Blinkern, Pilkern, Wobblern und Würmern, Haken und Ösen, die Salmoniden im Sund, das Fürchten zu lehren, zogen wir an Schären vorbei in Richtung der Sonne, hinaus auf offene See, am Abend in Richtung der Sonne ans Ufer zurück. 5 Tage voll Sehnsucht auf Fang, die Hand in den Sehnen umsonst. Kein Lachs, Dorsch, weder Forelle noch Flunder, Aal, Hecht oder Barsch, nicht mal Kaulbarsch bis an. Das Echolot, Hightech verfluchte, zeigte Schwärme, schwammen gemächlich ums Boot. Wir schwitzten, drillten, rollten, trollten, zupften, lupften die Schnüre mit Geschick und dem Mut verzweifelter Männer. Ab und zu gewahrte einer, wie aus Versehen, des weichen Lichts über den Inseln der Wacholderbäume und Gänse, während ein anderer abwesend, schlickhakend sagte zum 1000. Mal, ich begreif's nicht, hinter Motor, der Steuermann rügte, der Köder ist falsch, der am Bug sprach, das Wetter, der Echolotse, die Stelle, die falschen Männer, meinte der Mann mit dem ewigen Fitz. Die Fische lachten uns aus, wir in Krämpfen über Bord hangend, Hipp oder Hai, lachten mit ihnen im Chor Tränen ins salzige Wasser. Was für eine Gaudi, auf ganzer Linie zu scheitern, Freunde, nichts töten zu können, was für ein Elend, welch ein Mordsspaß. Danke. Also dieser Humor, den findet man ja auch bei Warlam Schalamow zum Beispiel oder bei Solzhenitsyn auch, bei Schalamow vermutlich noch mehr. Und ich denke, das ist natürlich auch ein wichtiges Element angesichts dieses Grauens, dass du dann immer mal auch das brichst, ja, und da was Anekdotisches einbaust und solche Dinge. Ja, und es ist vielleicht auch ein Buch, was zeigt, dass Russland mehr Facetten hat, als wir vielleicht zurzeit wahrnehmen. Und insofern ist das, glaube ich, ganz wichtig auch, dass es nicht nur ein historisches Buch ist, sondern etwas über ja auch die Kultur und die Größe und die Sehnsucht dieses Landes zeigt und tief in die Geschichte dieses Landes hineinblickt, wo man vielleicht auch etwas mehr begreift, was jetzt in Russland noch nicht passiert, an Widerstand gegen das Regime, was dort zurzeit das Sagen hat. Das ist ja eine lange Geschichte von Unterdrückung und Despotismus, den man nicht so schnell ablegt. Ja? Und dass das so funktioniert zurzeit noch für Putin, hängt zusammen mit dieser Unterdrückungsgeschichte, die ja Teil dieses Buches auch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das Buch nochmal so eine gewisse Aktualität kriegen würde. Wir haben es sozusagen gemacht, weil wir sicher waren, dass dieser Stoff, diese historische Dimension wichtig ist. Deswegen habe ich das geschrieben und weil mich diese Figuren interessiert haben.
dass da plötzlich in dem Buch die Besetzung von Lemberg, die Bombardierung von Lemberg im Jahre 1939 beschrieben, plötzlich eine Parallele in der Gegenwart erfährt, ist eine traurige Koinzidenz. Ja? Wenn ich die Bilder in Lemberg, ich war oft in Lemberg, habe mir die Stadt angeguckt und finde, es ist eine wunderschöne Stadt, also das, die ich immer nur jedem angeraten habe, dass man da hinreist, um das zu sehen. Ja? Und jetzt sieht man da, wie über der Zitadelle da plötzlich die Waschflugkörper einschlagen. Also, ja, insofern ist es nicht nur ein historischer Roman, sondern vielleicht inzwischen auch wieder einer, der was mit der Gegenwart leider Gottes zu tun hat. Ja. Also, herzlichen Dank, Steffen, Thorsten Arendt, und schauen Sie nochmal am Büchertisch vorbei und kommen Sie gut nach Hause. Wissen Sie, was die Berliner Zeitung mit dem Zitat meint? Ja, ich habe früher als Clown gearbeitet.